Also von Beginn an war es immer wirklich unser Ziel, man bekommt das Zeugnis und hat eigentlich den Arbeitsvertrag schon in der Tasche. Wir haben Orthopädie-Technik gemacht und haben es eigentlich nicht anders gemacht als andere Orthopädie-Techniker auch, aber wir haben eben halt mehr Service geboten. Ich wollte schon immer gerne an die Ostseeküste. Ich liebe den Strand, die Sonne und besonders das Wasser. Und dann habe ich die Idee mitentwickelt, dass man hier mit touristischen Dienstleistungen und Immobilien wirklich ein eigenes Standbein entwickeln kann. Drei starke Unternehmerpersönlichkeiten. Ein Ort, ein Preis. In der Sternenhalle der Mercedes-Benz-Niederlassung Schwerin wurde am Samstag der Unternehmer des Jahres gekürt. Aus diesem Anlass kamen über 200 Gäste zum traditionellen Wirtschaftsball, einem der wichtigsten Society-Events des Landes. Vertreter aus der Wirtschaft und Politik blickten dabei auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. Ohne ihre gemeinsame Unterstützung hätte sich der Ball nie zu einer festen Institution in MacPom etablieren können. Das Neue ist seit 3 Jahren, dass wir das gemeinsam mit der Handwerkskammer und auch mit der IHK zusammen machen. Ich denke, das ist eine Erfolgsstory, die wir jetzt schreiben können. Von daher unterstützen wir natürlich diesen Wettbewerb besonders gerne und freuen uns jedes Mal, wenn dann auch die Vielfalt der Unternehmerschaft hier in Westmecklenburg so schön auf diese Weise auch einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. Das ist auch ein Schaufenster des Landes, wenn man jetzt sieht, über wie viele Jahre dieser Preis vergeben wird. Da sieht man mal die gesamten Facetten, die Unternehmerschaft, die hier sehr stark ist, bereits sehr stark ist, hat. 3 Unternehmer aus der Region, 3 Erfolgsstories. Vor der offiziellen Preisvergabe liegen noch ein paar Stunden. Alle 3 Nominierten sind aufgeregt. Schließlich geht es hier um nichts Geringeres als den Wirtschafts-Oscar von MV. Alle 3 haben es gleichermaßen verdient, doch es wird trotzdem nur einen Preisträger geben. Dr. Barbara Diekmann aus Schwerin ist eine Pädagogin mit Leib und Seele. Sie hat eine der größten privaten Berufsschulen des Landes auf die Beine gestellt. Gesundheitsberufe stehen hier im Mittelpunkt. Vom Physiotherapeuten bis hin zum Logopäden. Eine großartige Leistung im Bereich Bildung. Mich macht es immer sehr stolz, wenn zum Beispiel nach einer 3-jährigen Ausbildung die Schüler uns verlassen, wie sehr die Schüler sich in dieser Zeit entwickelt haben. Also sie sind in der Regel zu sehr selbstbewussten, verantwortungsvollen Menschen, die man auch guten Gewissens auf den Arbeitsmarkt lassen kann, herangewachsen. Wir in Europa lautet das Motto des diesjährigen Wirtschaftsballs. Eine der renommiertesten Catering-Firmen in MacPom, Ripka Catering, hat passend dazu eine Gourmetreise quer durch den Kontinent gezaubert. Die Wirtschaftskrise konnte man natürlich weder bei den Spaniern noch bei den Griechen schmecken. Doch bei dem Thema Europa ging es natürlich nicht nur um das Essen. Den wichtigsten Gedanken des Abends hat der Künstler Nando Kalweit durch die anspruchsvolle Raumgestaltung formuliert. Ja, es geht ja hier um das Netzwerk Europa und deswegen habe ich im Hintergrund auch dieses Netzwerk aus diesen vielen Holzstäben geschaffen, die quasi zeigen, dass eigentlich Europa nur funktioniert und die Wirtschaft auch nur funktioniert, wenn man sich wirklich vernetzt. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal in einer Ausstellung und habe dann gedacht, wenn man wirklich hier aus diesen Ecken rausgeht, über die Köpfe hinweg, dann ist aber dieses Netzwerk unwahrscheinlich gut darstellbar. Was Holger Köhler aus Lübs seit 20 Jahren macht, ist auch ohne Zweifel eine große Kunst. Das Köhler Orthopädie-Technik-Sanitätshaus beliefert die Kunden bis in die USA. Unter anderem mit eigenen, maßgefertigten Produkten. Eine großartige Leistung im Bereich Gesundheit. Hier haben wir zum Beispiel fertig ausgestemmte Passteile, die in einer Sandwich-Bauweise übereinander durch Erwärmen im Tiefziehverfahren zu einer Einlage geformt werden. Das sind 6 verschiedene Materialien, die am Ende eine Einlage ergeben. Was soll ein Unternehmer alles leisten müssen, um erfolgreich zu werden? Die Liste ist sicherlich lang, doch das Tanzen gehört wohl auch mit dazu. Dieser Meinung ist Matthias Bungert, Vorstandsvorsitzender der VR Bank. Die Unternehmenskultur soll sich auch auf der Tanzfläche beweisen können, denn dafür gibt es schließlich die Wirtschaftsbälle. Ja, ich weiß, es sollte nicht ungewöhnlich sein. Ich meine, Tanzen gehört ja auch zur Grundausbildung, zum guten Ton und so. Um sich auf dem richtigen Parkett zu bewegen, ist Tanzen bestimmt auch gar nicht schlecht.
Kirsten Koch aus Boltenhagen bewegt sich auch auf dem richtigen Parkett. Mit ihrem Apartment- und Immobilienservice hat sich die Unternehmerin in den 90er Jahren an der Küste heimisch gemacht. Seitdem wurde die Firma zum Marktführer in der Region. Eine großartige Leistung im Bereich Standortentwicklung. Also es war schon zu der Zeit eine gewisse Euphorie, dass man wirklich eine allgemeine Aufbruchsstimmung spürte. Es gab natürlich wie überall die Diskussion West oder Ost, von wo kommen Sie? Aber da wir hierher gezogen sind nach Boltenhagen, hier auch unsere Familie gegründet haben und unsere beiden Kinder hier zur Schule gehen, waren wir relativ schnell integriert. Unterschiedliche Sichtweisen gibt es heute in vielen Punkten auch noch. Aber ich glaube, man ist hier sehr gut integriert und versucht, den Ort und die Mitmenschen mitzubegeistern. Drei starke Unternehmerpersönlichkeiten. Ein Ort, ein Preis. Am späten Abend schlägt die Stunde der Wahrheit. Einer der Nominierten wird in wenigen Minuten die begehrte Trophäe bekommen. Aus der Hand des Geschäftsführers des Unternehmerverbandes Mecklenburg-Schwerin, Wolfgang Schröder. Es ist ungefähr 10 Uhr abends. Der Wirtschafts-Oscar 2012 geht an Holger Kühner. Man hat einfach meine Leistung zu schätzen gewusst und für mich war das selbstverständlich. Ich mache das tagtäglich, aber für die Jury war das eben halt wohl so gut, was ich mache, dass ich eben halt Unternehmer des Jahres geworden bin. Über den Preis entscheidet die Jury, über den Erfolg die Kunden. Und sie haben sich längst entschieden. Für alle drei, für viele andere und somit auch für den wirtschaftlichen Aufschwung in Mecklenburg-Vorpommern. Ein Land, das einen Oscar sicherlich verdient hat.